gut, dann starten wir mal wieder eine gemeinsame Runde. Oxygen not included. Ja, es gibt Probleme, Probleme, Probleme und Probleme. Wir haben schon wieder eine Sauerei gemacht. Also die pissen mir aber auch überall. Weißt du, dann machst du einmal... Na gut, ich meine, es läuft hier rein. Das ist nicht so dramatisch. Die pinkeln mir hier rein, weil ich die WCs habe ich gesperrt, damit die mehr auf die WCs gehen, damit wir mehr verschmutzte Erde produzieren. Juna diesmal. Das ist ja unglaublich. Ja, was hatte ich gesagt? Damit wir mehr Erde produzieren, damit wir wiederum, also mehr verschmutzte Erde produzieren, damit wir daraus dann hier beim Kompost dann wieder, ja, und die wollen auch alle pink. Das ist unglaublich. Sauerei gemacht, was ist denn da los, sag mal, gerade? Warum kriegen die es nicht gebacken? Badezeit. Ja gut, kann ich ja verstehen, aber die haben doch... Die dürfen doch, die können doch. Badezeit. Dann kümmern sich Duplikanten um ihre Hygienebedürfnisse. Wie den Gang ins Badezimmer zum Duschen, Händewaschen etc. pp. Weil sie alle Körper abgeschlossen haben, werden Duplikanten wieder in die Arbeit gehen. Ja, das hat doch vorher auch funktioniert. Es hat vorher auch funktioniert und dann sogar nur mit 3 WCs. Weil die ja hauptsächlich dann doch eher zu den WCs hier unten gegangen sind. Jetzt haben sie ja eigentlich die Möglichkeit. Jetzt haben sie ja eigentlich genug WCs. Da sind 3 WCs. Hier haben sie 3 WCs. Gut, 2 sind davon jetzt außer Betrieb. Aber es sind ja immer maximal nur 3, die tatsächlich gehen. Also. So. Hast du Toiletten gesperrt? Ja, die habe ich gesperrt. Die sollten auch gesperrt sein. Damit sie die verschmutzte Erde produzieren. Damit wir wiederum Erde produzieren. Als Dünger. Das war alles schon so geplant. Blöd geplant, aber es war geplant. So, mal diese komischen Viecher mal wegpusten hier. Die geben mir auch auf den Zeiger. So, angreifen. Schwupps. Ja, also wie gesagt, wir haben eine Menge kleine Probleme. Oder auch mittelgroße Probleme mittlerweile. Weißt du was? Ich gebe die wieder frei. Das ist mir echt zu blöd. Und die fangen, glaube ich, zum 1000. Mal an jetzt. Zerlegen, Duplikanten aktivieren. Ich aktiviere die jetzt einfach mal. Das ist mir jetzt auch egal. Nützt ja alles nichts. Nützt ja alles nichts. Das bringt ja nichts. So. So, ja, wie gesagt, wir haben mehrere kleinere Probleme. Problem ist zum Beispiel, wir haben überall Gase, die wir nochmal irgendwie nochmal loswerden müssen. Kohlendioxid hier zum Beispiel. Ich glaube, da kommen nicht auch die ganzen Viecher so, gehen so ein bisschen drauf. Hier vorne und hier oben müssen wir Kohlendioxid rauskriegen. Hier ist verschmutzter Sauerstoff drin, was wir weghaben müssen. Und so weiter und so fort. Hier gibt es 1000 Sachen, die wir machen müssen. Das Essen ist... momentan geht es wieder ein bisschen nach oben. Aber ja, das ist nämlich auch mit einer der Gründe, warum ich mich hier nochmal 2 Plantagen mit dazu gebaut habe, damit die vielleicht auch ein bisschen mehr Essen produzieren können. Mehlläuse zumindest. Was haben wir noch für Probleme? Ach, wir haben eigentlich immer Probleme. Irgendwo haben wir immer Probleme. Ich finde auf jeden Fall Probleme, zumal, dass sie uns jetzt hier erstmal die Bude voll pinkeln. Was mir natürlich auch nicht so wirklich gefällt. Das sind momentan 1000 Stellen, an denen wir hier irgendwas machen müssen, was mich nervt. So. Dann machen wir das mal kurz weg. Haben wir hier noch irgendwo Wasser? Da haben sie gepinkelt. Wir können natürlich noch so eine zweite WC. Ja gut, ich meine, wir haben 14. Muss man auch fairerweise sagen. Wir haben 14 Duplikanten und nur 1, 2, 3, insgesamt 6, 7 vernünftige kleine WCs. Ne? Da die sind alle voll ja, ihr wisst, was ich mal sagen will. Angreifen. So, Kampf, ja, blablabla. Was für eine Temperatur haben wir jetzt hier? Hier ist warm. Sonst müsste man vielleicht sehen, dass wir hier nochmal erweitern können. Ja, können wir tatsächlich von der Sache her. Bauen wir da eben einfach nochmal ein paar von den Dingern ran. Das ist ja nicht so das Thema. Das wäre ja jetzt nicht so das Thema. Stromleitung, nein, wir wollen Gebäude. Und dann bauen wir den Kram erstmal weg. Und dann bauen wir den Kram rein. Granit. Ja, nehmen wir normales Sediment. Normales Sediment.
So, erstmal nach hier. Wie viel brauchen wir mal pro? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 5. 5. So. Ich glaube, die Maus gibt gerade wieder auf. So, zack. So. Das weg. Das weg. Graben. Zack. Bauen wir da nämlich einfach nochmal zwei WC-Räume nochmal zu. Als Reserve. Ja, das wäre auf jeden Fall erstmal eine Alternative. Essen geht momentan nach oben, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber unser Problem ist, wir brauchen nämlich dann auch wieder, wir brauchen wieder mehr Wasser, wir brauchen wieder mehr Erde. Hier fehlt uns nämlich dann auch an der Stelle, dass wir den Krabben nicht nochmal wegziehen. Es kann sein, dass wir hier nochmal die eine oder andere Pflanze hier gleich nochmal abbauen müssen, weil ich glaube, so wird das nichts. Können wir auch mal auf 7 setzen, die Kameraden. So, 7. So, was sagen die? Die sagen natürlich Düngung. Und Düngung ist wahrscheinlich, ja, die brauchen natürlich wieder Erde. Ja, das ist nämlich das Problem. Und wir haben keine Erde mehr. Das ist tatsächlich einer der größten Probleme. Wir haben nicht genug Erde. Ich bin jetzt hier natürlich dabei, anhand vom Kompost Erde zu produzieren. Aber gut, das ist auch nicht in alle Ewigkeit. Also wir haben da echt so ein bisschen Probleme. Nicht zu knapp. Nicht zu knapp Probleme. Aber schon mal gut sind diese automatischen Räume. Also sobald Erde produziert wird, wird das gleich aufgesogen, gleich ins Lager gebracht und dann gleich weiterverarbeitet. Im Idealfall. Aber trotzdem haben wir natürlich keine Erde mehr. Wir haben null Erde. Null Erde. Das haben wir alles wieder verbraten. Hier oben brauchen wir wieder Erde. Das ist, vielleicht kriegen wir jetzt mal 30 Tonnen Erde oder sowas. Na, Algen. Na, zumindest Algen. Das ist auch nicht verkehrt. Das Einzige muss ich nochmal zugeben, ich habe ja dann einen Sandbox-Modus, den habe ich natürlich nochmal aktiviert. Also nicht aktiviert, aber ich habe ihn freigeschaltet. Damit wir zur Not, bevor unsere Dupes tatsächlich mal endgültig draufgehen, dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen Erde reinschmeißen oder na, dass wir da so ein bisschen nachhelfen können. Weil es wäre jetzt schade drum, wir haben so viel schon erreicht, schon so gut ausgebaut und dann würde die Kolonie einfach kaputt gehen und das muss ja auch nicht sein. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Aber ich befürchte tatsächlich, wir müssen hier noch die Lufterfrischer hier vorne noch mit hinbauen, weil sonst wird das hier nichts. Ich glaube nicht, dass die Lufterfrischer hier mal den Raum leer ziehen können. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. So, ja. Ich weiß natürlich nicht, ob hier oben noch irgendwo ein bisschen Erde ist. Ich denke mal, hier oben wird nichts weiterkommen. Hier haben wir nochmal Kaltdampfschlot. Ah, überall 1000 Baustellen, ne? Überall, und das ist nämlich immer das Gefährliche, wenn du... Ah, ich muss hier auch nochmal bei. Überall 1000 Baustellen und du weißt immer nicht, ja... Das eine ist wichtig, das andere ist aber auch wichtig. Das eine resultiert ja aus dem anderen. Also es ist auch nicht so wirklich lustig. So richtig lustig ist das gerade nicht. Immer wieder 1000 Sachen. Dann muss das Wasser hier abgepumpt werden. Dann muss es da weggewischt werden. Dann muss das gebaut werden, das umgebaut werden. Dann muss man hier wieder optimieren, da wieder optimieren. Hallo? Hallo? Irgendwie reagiert die Hardware gerade nicht. Hallo? Danke. Was ist denn heute wieder los? So, ist es wieder... Ist die Hardware... Will die Hardware mich heute wieder mal ärgern? Anscheinend. Sieht ja wieder mal so aus. Okay. Ja, hier müssen wir auch mal Kohlendioxid loswerden. Müssten wir eigentlich nach unten laufen lassen. Da kann ich sie nicht durchlaufen lassen.
Höchstens hier. Bringt aber auch nichts. Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass das Kohlendioxid hier runtergeht. Zack, zack, zack. Und dann hier, sich hier vielleicht so nach unten durchwühlt. Aber das scheint nicht an dem zu sein. Und Strom ist auch so ein bisschen unser Problem. Aber wir haben echt so viele Probleme. Habe ich das abgebaut hier an der Stelle? Habe ich, ne? Habe ich. Ich kann hier wieder nichts bewegen. Ich tendiere fast dazu, hier alles neu zu verkabeln. Weißt du das? Ganz ehrlich. Huch, was ist denn hier los? Ah nee, das ist alles klar. Das sollte so sein. Gut. Das soll so sein. Das ist gut. Ich tendiere echt dazu, hier alles nochmal neu zu verkabeln, ganz ehrlich. Oh, da, wir bauen da komplett neue Kabel rein. Also sowieso neue Kabel rein. Eigentlich brauchen wir hierfür einen neuen Generator. Na ja, gut, könnten wir ja hinbauen. Das wäre hier gar nicht so dramatisch. Hier noch einen Generator hinsetzen. Da unten ist ja auch schon einer. 20 kW. 20 kW haben wir nur noch nicht, auf Lager quasi. Ich weiß aber auch nicht, warum der grundsätzlich immer aussteigt und er ganz normal Energie hat. Also das 1200 oder... 1000 Watt. Was hat er denn für ein Problem hier, bitte? Energie. Ach so, wegen dem potenziellen Energieverbrauch, aber deswegen aussteigt und dann die Spannung zusammenbricht. Das kann natürlich sein. Ach, Kampf, ja, das interessiert mich gerade gar nicht. So, versuchen wir es nochmal so. Vielleicht bauen wir hier nochmal was rein. So. Dann vielleicht nochmal davon ein. Ah, das ist auch so. Das würde eigentlich Sinn machen. Das ist eigentlich auch Blödsinn, was ich hier baue. Das ist auch totaler Humbug. Nein, 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 nein. Nein, abbrechen. Aus. Dann bauen die nämlich hier oben hin. Ja, wir bauen hier oben. Ist ja egal. So, dann bauen wir nämlich den hier exakt hier hin. Schwupp. Dann gehen wir nämlich daran. Das ist ein bisschen besser. Dann brauchen wir nämlich nicht extra nochmal einen Block ziehen. Geht das, dass man das Vakuum reinlassen kann? Ja, das Vakuum ist schon existent. So ist es nicht. Na? Obwohl in dem Augenblick, wo du kannst ja ein Vakuum kannst ja nicht reinlassen. Das funktioniert ja nicht. Weil ein Vakuum ist ja die Abwesenheit von Luft. Das ist ja das Ding. Also in dem Augenblick, wo eben halt Vakuum kein Vakuum mehr ist, ist eben kein Vakuum mehr. Das ist natürlich die Erkenntnis von heute. Wenn ein Vakuum kein Vakuum mehr ist, dann ist es kein Vakuum mehr. Indem man die Luft rauslässt, genau. Also es funktioniert ja nicht. Also wenn du jetzt ein Vakuum hast und du nutzt zum Beispiel das Vakuum, um Kohlendioxid anzuziehen quasi, ne? Würde es ja nicht funktionieren, weil in dem Augenblick ist ja das Vakuum dann Kohlendioxid. Das ist ja die Abwesenheit von Luft oder generell von irgendwelchen Gasen. Insofern ist es... ja, ich habe wieder ein Hardware-Problem hier mit diesem schönen... So. Okay, also... Ja. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich hier Strom neu setze. Neu verlege. Die haben noch eine maximale Ausgabe von 1000, ne? War das 1000? Maximal 1000. Die hatten 4000. Es würde aber keinen Sinn machen, so ein Ding jetzt zu bauen, so einen großen Transformator zu bauen, so ein 4 Kilojoule-Ding. Der könnte zwar 4 Kilojoule ab, aber die Kabel, die könnten... Was können die ab? Die größeren, die Leiterkabel, die brauchen wir nachher. Die Kameraden, die können maximal 2 Kilowatt ab.
Die können maximal 2 Kilowatt. Ja, gut, ist. Eigentlich hätte man das eher staffeln müssen. Ich habe das nur sehr pragmatisch aufgebaut. Normalerweise hättest du jetzt in dem Bereich hättest du vielleicht sagen müssen, hier machen wir jetzt die großen Transformatoren, wo dann halt die Hauptzuleitung reingeht. Und dann gehst du halt mit so einem 4-kW-Kabel, mit einem 2-kW-Kabel in den Transformator rein und machst aus dem 2-kW wieder ein 1-kW. Aber, bitte dann klippen. Nein. Ach ja. Das Problem ist, für das Leiterkabel hier, da brauchen wir natürlich wieder massig Gold. Und unendlich Gold haben wir nun auch wieder nicht. Also wenn wir das alles wieder umstellen, haben wir nachher wieder Materialproblem. Wir haben da wieder Materialproblem. Aber das wird das Problem sein. Das Problem ist tatsächlich, dass wir, dass die, deswegen bricht hier die Spannung zusammen. Weil wir die über 1000 Watt belastet haben. Das ist das Problem. Würde ich mal so sagen. Wir dürfen hier tatsächlich nur, und wir haben ja auch die Abnahme, wenn wir es mal gucken. Hier haben wir 240 Watt, hier haben wir 240 Watt, hier haben wir 120, da haben wir 120, hier haben wir 120, da haben wir 240. Das sind ja alle Sachen, die dann auch tatsächlich laufen. Das ist das Problem. Hier genau das gleiche Spiel. Gut, das könnte man sich sparen hier. Boah, okay, zerlegen. Ich glaube, wir müssen irgendwo müssen wir ja anfangen. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Ich würde mal sagen, wir bauen tatsächlich hier ein Kabel hier rüber, dass wir hier eine Einspeisung haben. Zerlegen, Stromkabel. Aber das ist schon mega wichtig hier. Das muss auf jeden Fall erstmal raus. Das muss auf jeden Fall raus. Kohlendioxid wird hier auch noch mit weggefiltert. Können wir eigentlich auch mal ausbauen hier. Dann bauen wir das da oben hin. Hm. 1000 Watt. Der macht 2000 Watt. Na. Komm, dann nehmen wir mal mit Kupfer. Müssen wir noch mit Kupfer ran. Nützt da alles nix. Ja, das darf ich nicht hinbauen. Schade eigentlich. Warum kann ich das hier nicht hinbauen? Darf ich nicht? Warum nicht? So. So, dann haben wir da die Kabellage mal dahin und die Kabellage dahin. Dann brücken wir das einmal durch. Dann haben wir hier eine direkte Einspeisung. Dann haben wir hier eine direkte Einspeisung für den Kram. So, einmal wieder Kabel wegmachen. Zack. Da hätten wir zumindest eine Einspeisung für den ganzen Kram, eine separate. So. So, das ist autark, das können wir sowieso wegbauen, das ist alles okay. Das sollte so funktionieren. Dann haben wir hier ja den Generator, der speist der alles ein. Der will momentan auch nicht. Der will momentan auch nicht. Energie verfügbar. Null, ja, das ist auch schön. Kam auch keine Kohle mehr. Das wird immer besser. Hier ist ja nirgendwo irgendwas. Ach ja, weil das Ding ja auch noch kaputt ist. Kein Strom. Oh, Alter, Leute. Das ist ja, das kommt ja immer mehr dazu. Wir brauchen jetzt auch nochmal eben mal spontan Kohle. Kohle ist ja nicht so das Problem. Wir haben ja noch diverse, aber organisch verbrauchbares Erz. Was haben wir hier denn? Kohle. Das ist hier an der Stelle Kohle. Da müssen wir hier mal ein bisschen Kohle abbauen.
So, zack. Über mal ein bisschen Kohle abbauen. Eigentlich sollten die hier mal über alles abgebaut haben. Hier ist auch noch massig Kohle. Ja, wir müssen dann mal... Auch hier gerade. Hier ist auch so schön viel Kohle. Oder wir bauen uns mal hier rüber. Oder hier rüber bauen wir uns. Das kostet mal alles Zeit. Ja, nützt ja nichts. Wir müssen hier auch nochmal an das Eisen ran. Na gut. Bauen wir uns hier nochmal rüber bauen. So, guck mal hier, das ist, sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir ein bisschen Strom produziert, ergo haben wir hier dann auch wieder ein bisschen Erdgas. Und der hat keinen Strom, warum? Warum hast du jetzt keinen Strom? Weil du hängst ja hier mit dran. Na, das wahrscheinlich reicht natürlich nicht aus. Die Energieversorgung reicht natürlich momentan nicht aus. Wo ich das hier nicht verstehen kann, warum kriegt der aktiviert? Der ist aktiviert. Das kommt davon, wenn du nämlich alles automatisierst, dann funktioniert nämlich nur die Hälfte wieder. Das ist das Problem. Auf jeden Fall Chapeau. Immer wenn ich an diesem Punkt wie jetzt angelangt bin, starte ich neu. Wirkliches Endgame kenne ich fast gar nicht. Das geht mir genauso. Endgame habe ich auch nie gesehen. Aber es ist ja auch, es macht ja auch so keinen Sinn. Man muss ja auch immer irgendwo auch mal die Probleme irgendwie mal anpacken. Das bringt es ja nicht, immer nur neu zu starten. Es ist natürlich nervig, ne? Es ist natürlich klar, vielleicht auch schwierig zum Zuschauen, wenn man halt sieht, ah, jetzt fängt er schon wieder von vorne an oder jetzt hat er das Problem und guckt dann immer an derselben Stelle rum. Aber naja, also es gehört ja eben zum Spiel dazu. Na? Es ist ja auch noch nicht so, dass wir jetzt in absoluter, in der absoluten Sackgasse sind. Wir können ja noch können wir ja was tun. Wir können ja noch sagen, wir können noch Essen produzieren und vielleicht nochmal ausbauen. Das einzige Problem ist eben halt gerade so die Erde. Also die Erde ist so das Problem, was wir tatsächlich momentan nicht fixen können, weil es eben nicht mehr Erde ergibt. Und Erde könnten wir eigentlich nur so produzieren, indem wir vielleicht wieder auf andere Asteroiden fliegen, um da wieder, ja, um uns dann mit Erde zu versorgen. Das ist das Problem. Objekt fehlen Ressourcen. Ja. Guck mal, er ist auch schon wieder am Herstellen. Oh, guck mal, er hat so ein Graupel-Weizenkornbrötchen oder wie die Dinger heißen. Hm, auch nicht schlecht. Dann sind wir schon gleich bei 60.000. Vor allem das Schöne ist natürlich auch mit diesem Frostbrötchen heißen. Und dass die natürlich, die haben einen Qualitätsstandard von +2. Was uns natürlich dann wieder ein +2 auf Moral gibt. Und da ergeben sich ja wieder Möglichkeiten. Dann ergeben sich Möglichkeiten. Ja, aber wir haben so viel auf dem Plan. Oh, guck mal, warte, wir können noch schauen mal kurz rein, was es hier Schönes gibt. Algen, Kupfer, 400 Kilo Kupfer oder 500 Kilo Algen. Ich würde mal eher tatsächlich Algen nehmen, weil wir haben hier, ihr seht ja selber, wir haben hier auch ein kleines Sauerstoffproblem. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir hier erstmal nochmal ein bisschen Sauerstoff produzieren, damit wir unsere Basis ist mal wieder so ein bisschen fluten können. Was haben wir hier? Düngung, ja, es ist Erde. Es ist natürlich immer Erde, die da fehlt. Und hier müssen wir auch mal fertig machen. Haben wir alles auf 9. Ich mache das mal auf 7 oder auf 8. 1, 2, 3, 5 war das, ne? Jetzt schwupp. Das müsste passen. Zack. Ach, nehmen wir hier mal Wolframid oder wie das heißt. So, dann machen wir nochmal Medizin. Dann brauchen wir so einen Waschzuber. Den bröseln wir mal hier rein. Den bröseln wir da rein. Dann machen wir uns noch ein bisschen Deko rein. Plimsglö. Machen wir auch mal mit Granit. Können wir natürlich hier nicht, weil wir keine Möglichkeit haben. Das ist aber schade. Möbel, Skulpturblocken großer. Den machen wir natürlich auch aus Granit. Schwupps, schwupps. Ah.
Konnte man Erde nicht irgendwie herstellen in der Destille oder war das nur Alge und Algen und Ton? Das war in den Algendestillen, da kannst du nur Schleim in Algen verwandeln. Da wandelt Schleim in Algen um. Mehr gibt's da nicht. Wir können natürlich mal eine Station gucken. Aber ich glaube, da gab es nichts, wo du Erde herstellen kannst. Landwirtschaft. Ein Schutzanzug. Scherstation. Möbel, Medizin. Veredeln vielleicht. Können wir da vielleicht noch was? Kompost. Wandelt verschmutzte Erde und sonstiges kompostierbares Material in Erde um. Also das hier, Kompost. Das ist das Nonplusultra für Erde. Da machen wir unter Verwendung von Sand, machen wir erzeugt verschmutzte Erde. Okay, gut, da erzeugen wir auch wieder ein bisschen verschmutzte Erde. Düngerfabrikator verbraucht verschmutztes Wasser, um Dünger herzustellen. Ja, Dünger herstellen, aber wir brauchen kein Dünger, wir brauchen hier Erde. Na, das ist ja das Ding. So, Oxylid-Raffinerie, dann haben wir Polymerpresse, dann Molekularschmiede. Wandelt Rohöl in Petroleum und Erdgas um. So, für Material haben wir die Industrie. Gut. Also wir haben momentan haben wir nicht die Möglichkeit, dass wir da irgendwo ansatzweise noch Erde produzieren können. Ah, Transitrohre wäre schön. Präzisionsklempnerei. Können wir momentan auch nicht tun. Metallraffinerie produziert veredelte Metalle aus rohem Metallerz, erzeugt außerdem Starkerze Flüssigkeiten. Bringt uns auch nichts. Aber ich hatte mal irgendwo eine Maschine gesehen, die auch noch irgendwelche Beiprodukte. Speicherumschalter. Noch irgendwelche Beiprodukte mit produziert hat. Und da war aber, glaube ich, keine Erde bei. Aber gucken kann man ja mal. Man weiß ja immer nicht, ob die nicht vielleicht doch mal wieder was eingebaut haben. Also da haben wir keine Möglichkeit. Also wir haben tatsächlich die Möglichkeit hier, haben wir ja verschmutzte Erde. Diese verschmutzte Erde geht ja wiederum auf den Kompost. Und da wird aus der verschmutzten Erde wird wieder Erde draus. So, diese Erde, die brauchen wir nachher tatsächlich zum Düngen. Zermaler dürfte eigentlich nicht, weil das ist, glaube ich, nur zum Veredeln da. Keramik zu Sand, Kupfer zu Kupfer, Eierschale zu Kalk, Goldamalgam zu Gold, Granit zu Sand, Magmatit zu Sand, Eisenerz zu Eisen, Obsidian zu Sand, Sandstein zu Sand, Sedimentgestein zu Sand, Wolframit zu Wolfram. Nee. Auch da gibt es nicht die Möglichkeit und hier ja sowieso nicht. Hier könnten wir nur veredelten Kohlenstoff machen. Macht aus Kohle dann veredelten Kohlenstoff und Keramik machen wir ja sowieso aus Ton und aus Kohle. Das ist also auch nicht drin momentan. Aber zumindest haben wir hier jetzt wieder ein bisschen mehr Stromproduktion. Das ist ja erstmal wichtig, dass wir auch erstmal die ganzen Anlagen mit Strom versorgen können. Weil sonst funktioniert gar nichts. Da hast du auch keine Kühlung vom Essen und so weiter und so fort. Kannst nichts machen. Und jetzt haben wir hier wenigstens wieder ein bisschen Strom, dass wir hier ein bisschen produzieren können. Ein bisschen Essen produzieren können. Wir sind auch schon wieder bei 66.000. Und wir haben null Stress und null Infizierte. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Und solange das so ist, würde ich auch nicht nochmal neu anfangen. Das ist dann schon eigentlich gar keine so schlechte Ausgangsposition. Das sind immer so Kleinigkeiten, was man eben machen muss. Ne? Das ist immer hier mal ein bisschen Strom neu machen. Hier da die Pflanzen um die Pflanzen kümmern. Ist auch nicht so ganz optimal hier. Hier haben wir nämlich auch schon mittlerweile ein kleines Temperaturproblem, was vielleicht auch an dem Abyssalit hier liegen kann, an dem Kupfererz, wollte ich sagen. Das können wir auch nochmal wegmachen. Auch müssten wir hier mal sehen. Können wir hier vielleicht... Wir können hier mal einen Keuchwurzsamen mal reinschmeißen. Und hier genauso, damit wir hier vielleicht diesen Bereich... Deswegen hatte ich die Töpfe eigentlich mal gesetzt, damit wir hier Keuchwurze hinbauen können, damit wir vielleicht den Bereich so ein bisschen wegkühlen können. So, und mal den ganzen Schmodder, mal die ganze Pipi und Kaka. Die Frau Bergkamps ist da. Herzlich willkommen. Gut, dann würde ich sagen, ich lasse hier nochmal ein bisschen werkeln. Wir haben wieder ein bisschen mehr Stress aufkommen, aber es ist auch nicht so dramatisch. Essen ist momentan noch stabil. Da haben wir sogar momentan wachsende Tendenz. Das ist schon ganz gut. Aber guck mal, da hat das nämlich auch funktioniert. Mit den Trafos. Da hat es wahrscheinlich tatsächlich daran gelegen, dass ich da einfach zu viel Energie angefordert habe und dann ist wahrscheinlich die Spannung zusammengebrochen.
Ist halt so. Nun ja, dann machen wir an dieser Stelle wieder mal ein kleines Päuschen und dann gucken wir, ja, wir müssen echt sehen, dass wir in den nächsten Folgen, dass wir hier noch ein bisschen, wir haben einiges auf dem Zettel. Guck mal hier, Düngung. Dafür brauchen wir überall noch alles an Erde hier. Naja, schauen wir mal.